Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Starface-Kongress 2021 hier im Europapark in Rust. Geht's Ihnen gut? Ja! Chaka, ich freue mich sehr, Sie im Europapark begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ilka Grunewold und ich werde durch die beiden Kongresstage geleiten. Ja, und das Ganze unter dem Motto Wipe Your World. Ich freue mich so sehr, Sie wieder live begrüßen zu dürfen. Und ich sehe, da kommen auch noch ganz viele rein. Kommen Sie gerne hier vorne zu uns. Wir haben noch in den ersten zwei Reihen ein paar Plätze und natürlich auch überall mal verteilt und vereinzelt noch ein paar Plätze für Sie. Nehmen Sie gerne Platz. Wir freuen uns so sehr, dass Sie da sind und vor allen Dingen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe gerade eben schon mit Starface-Geschäftsführer Florian Buzin gesprochen und erzählt, letzte Woche war ich in Bonn auf einem Event und da hieß es, es ist gar nicht so einfach jetzt, wo man ja das Gefühl hat, es geht wieder zurück zur Normalität, so viele Menschen auch vor Ort zu bekommen. Man schickt Einladungen raus, aber die meisten sagen, ach, ich bleibe doch im Homeoffice oder ich habe keine Zeit. Umso mehr freuen wir uns, und das darf ich im Namen des gesamten Starface-Teams verkünden, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, denn das bedeutet uns ganz, ganz viel. Und wenn Sie zurückdenken, wir waren ja schon häufiger im Europapark, hier ist ja auch einiges neu, denn diese Bühne, betrete ich zumindest zum ersten Mal heute, die ist ja entstanden in den letzten Jahren, vielleicht entsinnen Sie sich auch noch an die Baumaßnahmen, die wir dann auch immer mal gehört haben bei den vergangenen Kongressen. Ja, und wir waren ja auch zwischendurch mal im Darmstadtium und jetzt fragen Sie sich, warum sind wir denn jetzt wieder nach Rust gekommen? Ja, wir nehmen tatsächlich das Feedback sehr, sehr ernst, das Sie uns geben. Und wir fragen auch heute natürlich wieder nach Ihrem Feedback, diesmal allerdings über unsere VoIP Your World App. Insofern darf ich jetzt schon mal dazu aufrufen, Feedback zu unseren Speakern und zur Location etc. zu geben. Ja, und Sie haben gesagt, es gefällt Ihnen einfach im Europapark. Und das finden wir spitze, denn auch uns gefällt es hier. Deswegen sind wir erneut im Europapark in Rust und werden zwei großartige Kongresstage erleben. Also vielen Dank nochmal für das tolle Feedback von Ihrer Seite aus. Zwei Tage mit interessanten Vorträgen, mit Workshops, natürlich mit viel Zeit zum Networking. Ich glaube, das ist echt in der Corona-Pandemie zu kurz gekommen. Man hatte ja fast gar keinen Live-Austausch mehr. Das wollen wir auf jeden Fall nachholen. Wir haben viele Pausen dafür eingeplant. Und es gibt natürlich auch kulinarischen Genuss und Entertainment der Spitzenklasse. Ja, vielleicht haben Sie es vergessen. Ich muss ehrlich zugestehen oder eingestehen, ich habe es auch vergessen. Ich bin noch mal darauf hingewiesen worden. Es gibt heute Abend um 19 Uhr ein perfektes Abendevent. Ein Gala-Dinner, 4-Sterne-Deluxe könnte man sagen, 4-Gänge-Menü. Und es gibt Entertainment der Spitzenklasse. Falls Sie sich noch nicht über die App angemeldet haben, melden Sie sich gerne bei uns. Das dürfen Sie heute Abend ab 19 Uhr auf keinen Fall verpassen. Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns heute auch hier unterstützen. Was bedeutet das? Wir haben ja interessante Vorträge, viele Neuigkeiten aus dem Hause Starface. Sie können die Fragen direkt an unsere Referenten stellen. Und wir sind natürlich auch nachhaltig unterwegs, deswegen das Ganze über unsere App, unsere Event-App. Ich frage mal in die Runde, wer hat sie schon? Ich glaube, wir haben sie alle, oder? Wir brauchen sie auch alle. Sie haben also direkt die Möglichkeit, über die Live-Fragen Fragen an die Referentinnen und Referenten zu stellen. Da gibt es noch einen weiteren Reiter. Ich glaube, der heißt Chat. Das ist der Bereich, wo Sie gestern schon fleißig Ihre Fragen und Postings getan haben und gefragt haben, wo kann ich parken, wie komme ich rein. Nutzen Sie das für alle allgemeinen Informationen und die Live-Fragen tatsächlich, die werden an unsere Referentinnen und Referenten übermittelt. Nutzen Sie also die App den tagsüber, da haben Sie auch noch mal eine Übersicht über die Agenda und bekommen alle wichtigen Informationen. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn Sie in den sozialen Netzwerken über das Event berichten würden. Ich weiß gar nicht, beim letzten Starface-Kongress hatten wir noch nicht Instagram, glaube ich, oder? Korrigier mich sonst, Florian. Wir waren noch nicht so aktiv, aber jetzt sind wir richtig aktiv. Also gerne auch bei Instagram posten. Wir haben auch tolle Hashtags wie SF-Kongress oder Comfort Networking oder VoIP Your World. Nutzen Sie am besten alle drei Hashtags. Auch bei Twitter, bei Facebook, bei LinkedIn. Gerade auch LinkedIn ist sehr stark da, was Reichweite angeht. Nutzen Sie die Möglichkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie über den Tag und auch über den morgigen Tag in den sozialen Netzwerken berichten würden. Bevor ich gleich
an unseren Gastgeber übergebe, noch ein kleiner Schmankerl, was wir heute noch für Sie vorbereitet haben. Wir haben heute den Top-Keynote-Speaker Philipp Hahn mit dabei, Top-Speaker im Bereich Leadership und Transformation. So viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Und jetzt möchte ich natürlich das Wort an den Geschäftsführer und Visionär aus dem Hause Starface übergeben, denn es gibt viele Neuigkeiten. Hier kommt Wipe Your World mit Florian Buzin. Jetzt geben Sie alles. Applaus, Applaus, Applaus. Wir haben es so vermisst. Vielen Dank, danke schön. Wir machen das mal so. Einmal. Moin, danke, Florian. Ilka. Danke, Ilka, für die natürlich fantastische Anmoderation. Ich bin genauso fasziniert und begeistert. Vielen, vielen Dank, Florian Buzin. Dankeschön. Ja. Tatsächlich, das hast du von hier oben nicht gesehen, Florian, ich habe mein Handy immer wieder in die Hand genommen, denn wir brauchen ja die App. Wenn man zum Beispiel Fragen hat, insofern, also Handys sind ja erlaubt, müssen wir ganz klar dazu sagen. Denn es ist natürlich nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, es geht natürlich auch darum, das Hygienekonzept umzusetzen. Und das können wir prima mit der App, denn früher, wenn Sie sich entsinnen, sind wir immer mit dem Mikrofon rumgegangen. Gibt es noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Das können wir aus hygienetechnischen Gründen nicht. Deswegen nutzen wir jetzt die App. Und weißt du, was mir gerade passiert ist? Aber zum Glück haben wir keine Fragen. Ich habe eine Stunde lang die App genutzt und kurz bevor ich auf die Bühne gesprungen bin, hat er sich bei mir ausgeloggt und möchte nochmal mein Passwort. Das Passwort ist mir nicht mehr eingefallen. Jetzt setze ich es gerade in diesem Moment zurück und bin gespannt, wann ich wieder in der App aktiv bin. Aber ich weiß, es gab keine Fragen, Florian. Okay, super. Insofern, aber man sollte immer das Passwort natürlich im Kopf haben und bei der nächsten Keynote klappt es bestimmt. Insofern nutzen Sie die Möglichkeit, stellen Sie bitte über die Live-Funktion Fragen. Da können Sie direkt auch den Speaker anklicken. Florian erschien da gerade mit seiner Keynote und dann die Fragen an uns richten. Ich habe noch eine gute Nachricht, Florian. Wir sind super in der Zeit. Also tatsächlich wollten wir dir auch eine Stunde geben und du hättest aber auch noch überziehen dürfen. Gar kein Problem. Ja, denn wir haben viel, viel Zeit für Networking eingeplant und das möchten wir Ihnen jetzt auch geben. Das waren so viele Neuigkeiten. Ich glaube, da muss man sich erstmal drüber austauschen bei einem guten Kaffee und der sei Ihnen jetzt gegönnt. Wir machen bis 11.45 Uhr eine Pause, also circa 40 Sekunden ist eine Pause, 40 Minuten eine Pause und dann geht's weiter mit Starface Geschäftsführer Jürgen Signer. Und Sie haben es gehört, Sie können natürlich auch schon mal überlegen, ob Sie den ein oder anderen Workshop besuchen. Und auch hier nochmal ein Hinweis, wir werden heute hier im Hauptplenum nicht früher anfangen, auch wenn wir mal schneller durch sind, um einfach jeden auch die Möglichkeit zu geben, bei seinem Workshop-Programm teilzunehmen und hier aber auch wieder pünktlich zu sein. Deswegen auch hier nochmal vielleicht ein kleiner Appell, wenn Sie im Workshop sind, achten Sie auch da auf die Zeit, dass der Workshop nicht überzogen wird oder Sie rechtzeitig wieder rausgehen. Wir versuchen uns hier im Hauptplenum immer tatsächlich an den Zeitplan der App zu halten. Wir sagen gute Gespräche und viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Willkommen zurück. Ah, das ist ja wunderbar und die Lichter gehen in die Höhe. Schön, Sie wiederzusehen. Gut gestärkt geht es auf in die nächste Runde. Und ich schaue mich mal um. Ah, da sind noch einige, glaube ich, in der Ausstellung oder vielleicht sind Sie jetzt auch schon Richtung Workshop unterwegs. Vielleicht kommen Sie auch noch später hinzu. Wir machen auf jeden Fall pünktlich weiter im Programm. Wie gesagt, gut gestärkt geht es auf in die nächste Runde. Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, nur durch eine optimale Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Partner und Starface kann man Herausforderungen meistern, die uns in der Corona-Krise begegnen. Ja, wie kann denn Starface Sie als Partner unterstützen? Und was gibt es alles rund um das Thema Neues von Starface? Starface-Geschäftsführer Jürgen Signer hat hierauf eine Antwort. Herzlich willkommen, Jürgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Ilka. Schön, dass du da bist. Danke sehr. The stage is yours. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Jürgen Signer. Jürgen, das klingt alles so vielversprechend und vielversprechend ist auch das, was uns jetzt erwartet. Du darfst gern schon, wenn du magst, Platz nehmen. Du kriegst auch nochmal einen kräftigen Applaus. Dankeschön, danke. Jürgen Signer. Denn jetzt erwartet uns die Mittagspause und es gibt Street Food
Lunch im Dom. Das ist also da, wo wir sonst unseren Kongress hatten. Da erwartet sie ein tolles Streetfood-Angebot und natürlich wie immer spannende und großartige Gespräche. Außerdem lade ich Sie natürlich recht herzlich ein, bei der Ausstellung vorbeizuschauen. Um 13.45 Uhr geht es hier dann mit unserem Dangerous Demos weiter, den Ergebnissen des großen Starface Hackathons. Mein persönliches Lieblingsthema auch beim Starface-Kongress. Und Sie bestimmen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Das Ganze später per Telefonvoting. Seien Sie gespannt. Außerdem haben wir jetzt um 12.20 Uhr weitere Workshops. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Workshops eingeblendet bekommen, weil wir sowohl jetzt um 12.20 Uhr als auch um 13.45 Uhr noch ein tolles Workshop-Programm mit jeweils 3 Workshops für Sie vorbereitet haben. Wenn nicht, dann schauen Sie einfach noch mal in der App vorbei. Großartig, danke an die Technik. Hier sehen wir nochmal, welche Workshops es gibt. Hier sogar, glaube ich, nach den Räumen sortiert. Aber da kann man auf jeden Fall schon mal schauen bei 13.45 Uhr, was uns da erwartet. Und eben jetzt um 12.20 Uhr, aber dann müssten Sie sich tatsächlich beeilen. Außerdem haben wir noch ein Special um 13 Uhr für Sie. Von 13 bis 13.40 Uhr können Sie die 9 Führungskräfte vom Starface, ich glaube im Salon Versailles, kennenlernen. Also schauen Sie da auch gerne mal vorbei. Unter dem Titel Excellence Tech Meet and Greet können Sie die 9 Führungskräfte von Starface kennenlernen. Jetzt habe ich noch ein ganz persönliches Anliegen bezüglich heute Abend. Ich hatte in der ersten Kaffeepause auch das Thema Gala-Anmeldung auch noch mal am Kaffeestand angesprochen. Und ich weiß, nicht jeder ist sich 100% sicher, habe ich mich denn jetzt angemeldet oder nicht. Ich bitte Sie, noch ein paar Minütchen zu warten, denn jetzt in der Mittagspause bekommen Sie eine Push-Nachricht. Entweder, ob Sie angemeldet sind, dann ist alles gut und Sie sind um 19 Uhr auf der Gästeliste. Oder Sie bekommen noch einen Hinweis, jetzt noch schnell anmelden. Das ist Ihre Chance, Last Call sozusagen. Wenn Sie eine Push-Nachricht bekommen, jetzt noch schnell anmelden, dann bitte über den Reiter Gala Event in der App bitte noch mal einmal ganz kurz die Daten einfügen und anmelden. Bitte nicht zweimal anmelden oder dreimal, dann kriegen wir natürlich logistisch auch ein Problem. Warten Sie erst bitte diese Push-Nachrichten ab, ob Sie angemeldet sind oder ob Sie sich noch schnell anmelden können. Und die, die angemeldet sind, bekommen meines Erachtens auch noch zusätzlich nochmal zur Sicherheit heute eine E-Mail. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail bekommen, sind Sie auch auf der sicheren Seite. Der ein oder andere stellt ja schon mal Push-Nachrichten in den Einstellungen ab. Deswegen auch gerne mal bei den E-Mails schauen, ob Sie vielleicht schon angemeldet sind. Dann haben wir für heute Abend logistisch alles optimal vorbereitet, denn es wird wirklich ein wunderbarer Abend und Sie sollten diesen auf keinen Fall verpassen. Jetzt sollten Sie die Mittagspause nicht verpassen, deshalb sage ich guten Appetit. Wir sehen uns um 13.45 Uhr, wenn Sie mögen. Ciao! Willkommen zurück nach der Mittagspause. Schön, Sie alle wiederzusehen. Ja, und es ist einiges passiert. Ich habe mal in der App reingeschaut während der Mittagspause. Sie haben nicht nur gute Gespräche geführt, haben sich bei den Ausstellern umgeschaut oder vielleicht auch den kulinarischen Genuss zu sich geführt. Nein, Sie waren auch im Chat aktiv. Zum Beispiel braucht eine junge Dame noch eine Mitfahrgelegenheit heute Abend nach der Gala nach Karlsruhe. Also wer heute noch nach Karlsruhe fährt, melden Sie sich einfach im Chat. Da kann man dann auch mitlesen, wer das ist. Und außerdem gab es auch mal die Frage, dass die App dann doch vielleicht mal abstützt. Ich vermute, es ist ein iOS-Problem. Ich weiß es nicht. Ich hatte es nur einmal, dass ich ausgeloggt war heute. Falls das bei Ihnen öfter passiert, sprechen Sie uns noch auch gerne an der Information an. Wir gucken mal, woran es liegen kann. Wir können es auf jeden Fall verbessern. Und ich kann sagen, grundsätzlich läuft die App tatsächlich stabil. Ich musste mich nur heute einmal anmelden und ich hoffe, das geht Ihnen dann auch in den kommenden Stunden ähnlich. Nutzen Sie also weiterhin die App. Da finden Sie ja auch alle Informationen zum Parallelprogramm. Und ich finde es auch klasse, auch wenn ich mich natürlich freue, möglichst viele Menschen hier zu sehen, dass sie auch bei den Workshops mit dabei sind. Das ist ja das Schöne am Starface-Kongress, dass man sich sein eigenes Programm zusammenstellen kann. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil. Das ist nämlich der Hackathon. Ja,
die Nacht vor dem Starface-Kongress ist für den einen oder anderen die Nacht, wo man eigentlich gar nicht zum Schlafen kommt, weil man nämlich am Hacken ist und versucht, was Geiles hier auf die Bühne zu stellen. Und ich möchte es auch bewusst als Geiles präsentieren, weil was ich in den letzten Jahren gesehen habe beim Starface-Kongress, das hat uns schlichtweg umgehauen. Und ich glaube, das, was wir heute hier präsentiert bekommen, das wird das Ganze nochmal toppen. Ja, wir hatten wieder tolle Ideen letzte Nacht und ich freue mich jetzt in den sogenannten Dangerous Demos das Ganze vorstellen zu dürfen. Ich bin nicht die Expertin, deshalb habe ich mir noch mal einen Kollegen mit ins Boot geholt aus dem Hause Starface. Er ist noch gar nicht so lange dabei, vielleicht kennen Sie sein Gesicht noch nicht, aber Sie lernen ihn jetzt kennen. Ich freue mich sehr auf Frank Wernert von Starface. So wird man mit Applaus empfangen, Frank. Ja, wie kurz war denn die Nacht? Bitte? Wie kurz war denn die Nacht? Habt ihr tatsächlich bis 5 Uhr heute Morgen gehackt oder wie lief das ab? Nee, das war Beginn um 14.30 Uhr, 15 Uhr und wir haben dann tatsächlich bis 21 Uhr gearbeitet. Kleine Essenspausen dabei und die Jungs waren super motiviert und haben gearbeitet. Ja, okay. Und auch nachdem es schon lief, nochmal überlegt, wie könnten wir es noch besser machen. Ganz tolle Klasse. Geschichte. Das klingt für mich zu vernünftig, aber mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Ich darf an dich das Wort übergeben, denn du stellst mal ganz kurz vor, was überhaupt der Hackathon ist und wie das Ganze bei Starface abläuft. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Ika. Auf geht's in die nächste Runde. Ja, gut gestärkt und mit einem vollen Programm. Denn jetzt haben wir noch das ein oder andere Schmankerl für Sie heute Nachmittag am ersten Kongresstag vorbereitet. Zum Beispiel unsere nächste kleine, aber feine Keynote. Denn seit 30 Jahren ist er für den Vertrieb von Telekommunikationslösungen im Einsatz und ist bei Starface für den Bereich Field Sales verantwortlich. Er bezeichnet sich selbst als Anbieter von Lösungen. Freuen Sie sich jetzt auf Connect Your World. Herzlich willkommen, Stefan Bauer! Der Mann, der immer eine Lösung parat hat. Na, hoffentlich. Moin, moin, schön, dich zu sehen. Vorsicht. Vorsicht? Moin. Auf Abstand. Nur ein Moin im Norden. Moin, stimmt. Moin, moin sind da, wo ich herkomme, Sabbelköppe. Wieso, weshalb, warum, das kann man in der Pause von Ihnen verraten. Vielen Dank, Stefan. Mensch, jetzt sind wir wieder super im Timing. Ich hätte schon fast wieder eingeladen zu einer kleinen Pause, aber wir sind genau on the point, weil wir ein bisschen später angefangen haben. Perfekt, vielen Dank, Stefan. Ja, hybrides Arbeiten oder auch hybride Meetings, Arbeit 4.0, das sind alles so Schlagwörter, die man immer mal wieder derzeit hört. Wir von Starface, wir haben auch eine Lösung, die nennt sich Neon. Und ich habe ja schon vor circa einer Stunde angekündigt, dass wir eine Dame hier im Team haben, die maßgeblich für das Projekt Neon auch verantwortlich ist. Starface Neon ist die Videomeeting-Lösung, könnte man sagen, und die gibt es seit Dezember 2020. Was ist denn alles noch mit Starface Neon geplant? Was steckt genau dahinter? Die Antwort weiß darauf Alexandra Neithardt. Ich darf erneut auf die Bühne bitten, Alexandra! Ja, und ich darf recht herzlich einladen, beim Starface Stand vorbeizuschauen, direkt in unserer Ausstellung. Da gibt es nämlich auch noch eine Neon Zone in Zusammenarbeit, in Kooperation mit unserem VIP-Partner Jabra. Da kann man gerne mal vorbeischauen. Alexandra wird auch immer mal wieder vorbeischauen. Da kann man sich noch weiter über das Thema austauschen. Und natürlich gibt es noch die zwei großartigen Workshops, die sie gerade eben noch mal erwähnt hat, heute und morgen. Bei uns geht es jetzt mit einer kleinen Stärkung wieder weiter und dann geht es auf zum großen Finale zu unserem Keynote-Speaker Philipp um 16 Uhr. Das heißt, Sie haben jetzt noch nur eine halbe Stunde Zeit, in die Ausstellung zu gehen, vor allen Dingen auch bei Starface am Messestand vorbeizuschauen und sich zu stärken. Und dann geht's auf zum Finale. Ich freue mich auf Sie. Willkommen zurück und auf geht's zum großen Finale des ersten Tages des Starface-Kongresses 2021 hier im Europapark in Rust. Und ich freue mich jetzt sehr, unsere großartige Keynote von unserem Speaker Philipp Hahn ankündigen zu dürfen. Ja, schnallen Sie sich gut an, denn jetzt richten wir unseren Blick in die Zukunft. Denn er wird schauen und verraten vor allen Dingen, was uns in Zukunft erwartet.
Er ist CEO einer disruptiven Unternehmensberatung und gilt als einer der gefragtesten Strategie- und Transformationspioniere. Gemeinsam mit seinem Team berät er zukunftsweisende Projekte. Ja, er gibt uns einen Einblick in seine tägliche Arbeit, aber was noch viel vielversprechender ist, er sagt uns, was uns in Zukunft erwartet. Wie verändern sich zum Beispiel Ansprüche von Kundinnen und Kunden? Wie verändert sich unser Business? Wir freuen uns, dass er heute hier ist in Rust. Herzlich willkommen, Philipp Hahn! Lieber Philipp, der Aufgang ist heute ein bisschen länger. Wir haben einen riesen Catwalk für dich vorbereitet. Herzlichen Dank. Bitte sehr und viel Spaß. Vielen lieben Dank. Einen riesen Applaus für Philipp Hahn. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Wir genießen kurz den Applaus. Wir haben ihn nämlich so lange vermisst aufgrund von Corona. Lieber Philipp, es gab keine Fragen in der App. Kann sein, dass im Moment jemand noch eine Frage reintippt, aber bisher haben wir keine Fragen. Ansonsten bist du, glaube ich, noch ganz kurz auch im Foyer, weil wir ja da gleich auch noch ein Interview durchführen. Und falls es noch eine Frage gibt, dann kann man gerne wahrscheinlich auch direkt auf dich zukommen. Absolut. Vielen, vielen Dank für die Impulse. Dank. Dankeschön, Philipp Hahn. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war er, der erste Kongresstag. Und Philipp hat so schön gerade eben gesagt, wir haben eine großartige Regie. Wir haben nicht nur eine großartige Regie, wir haben tolles Catering erlebt. Wir haben ein tolles Team, auch hinter den Kameras. Vielen, vielen Dank. Es gibt jetzt noch einmal einen kräftigen Applaus an alle, die den ersten Tag möglich gemacht haben. Das Starface-Team und das Team des Europaparks. Dankeschön. Ja, und ich sehe, der ein oder andere stürmt schon raus. Bleiben Sie ruhig noch hier. Ich habe noch ganz viele organisatorische Hinweise für den Abend. Die sind ganz, ganz wichtig. Deswegen rennen Sie bitte nicht raus. Ja, es hat uns auf jeden Fall gefallen. Florian hat die Bühne gefallen, Frank, mir. Das war ein großartiger Tag und ich darf an Sie meinen Appell richten, wenn es Ihnen auch gefallen hat, geben Sie gerne Ihr Feedback einfach direkt über die App. Sie können auch direkt uns Speakerinnen und Speaker bewerten. Machen Sie das auf jeden Fall, damit wir uns auch stetig verbessern können. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu den organisatorischen Hinweisen. Wir sind natürlich nicht umsonst in den Europapark gefahren, wir wollen auch Achterbahn fahren. Meine persönliche Empfehlung, weil wir ja jetzt hier am, ich sag mal, am anderen Ausgang sind, wenn wir jetzt nochmal von der Hotelseite aus gucken, gehen Sie zum Beispiel in den Silver Star, der ist nur 5 Minuten von hier zu Fuß, das ist nicht ganz so weit, wenn Sie so ein bisschen Adrenalinkick jetzt noch erleben wollen. Bis 18.30 Uhr hat in der Regel mindestens der Europapark auf, vielleicht lassen Sie auch heute die Türen länger offen, wir schauen mal, seien Sie auf jeden Fall gespannt. Dafür brauchen Sie natürlich auch ein Ticket. Ja, und das bekommen Sie nicht dort, wo Sie bei der Akkreditierung die Jacke heute abgegeben haben. Nein, das ist der Eingang. Es gibt bei diesem Event aufgrund unseres Hygienekonzeptes auch einen Ausgang. Und der ist von hier gesehen, also viel dichter erreichbar. Das heißt, wenn Sie später Ihre Jacke abholen, gehen Sie nochmal durch die Ausstellung durch und gehen Sie quasi hier am Ende durch den Ausgang raus. Da bekommen Sie nämlich das Ausfahrticket für Ihr Auto und auch das Ticket für den Europapark. Wenn Sie zum Eingang gehen, bekommen Sie leider kein Ticket. Deswegen suchen Sie bitte den Ausgang, der ist ungefähr in der Verlängerung meines Arms, also parallel zum Eingang. Da befindet sich der Ausgang, da gibt es beide Tickets, einmal für Ihr Fahrzeug und natürlich für den Europapark. Wenn Sie dann jetzt zum Hotel möchten, brauchen Sie auch unbedingt, wenn Sie irgendwie durch den Park wollen, logischerweise das Ticket. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, das gleich am Ausgang abzuholen. Dann können Sie zum Beispiel mit dieser Ringbahn rumfahren. Die bringt Sie mindestens bis 19.30 Uhr rüber zum Hotel. Die kommen ungefähr im 5-Minuten-Takt. Und dann können Sie direkt hier Alexanderplatz einsteigen und bis zum Hotel rüber. Dann, wenn Sie sich vielleicht nochmal frisch gemacht haben und Sie wollen zum Abendevent, haben Sie die Möglichkeit natürlich auch umgekehrt, dort mit dieser Ringbahn loszufahren. Denken Sie auch da wieder zur Sicherheit an Ihr Ticket. Manchmal kommt man von dort auch hier direkt hin. Aber zur Sicherheit nehmen Sie einfach immer Ihr Parkticket mit. Und da haben Sie die Möglichkeit, bis 20 Uhr tatsächlich sich hier zum Galaabend rüberbringen zu lassen. Wir haben ja als offiziellen Start 19 Uhr, aber Sie können, falls Sie ein bisschen länger brauchen, natürlich auch ein paar Minütchen später kommen. Die Bahn bringt Sie also bis 20 Uhr tatsächlich hier rüber. Und dann kommen wir zu unserem großen Gala-Dinner. Da gilt natürlich auch unsere 3G-Regel. Ich glaube, das wissen Sie, die meisten mussten es ja auch, glaube ich, für heute auch erfüllen, oder?
Insofern, da gilt also die gleiche Regel wie für den Kongress, 3G und natürlich Abstände einhalten, auch wenn heute Abend vielleicht ein wenig Alkohol fließt, doch nochmal auch berücksichtigen, dass wir hier natürlich auch ein Hygienekonzept haben, an das wir uns selbstverständlich auch halten möchten. Ja, das sind erstmal die wichtigsten Informationen. Ich weiß, bei Starface, da wird auch gerne gefeiert, nicht nur mit Bier, das soll auch so sein. Falls Sie morgen früh einen Kater haben, wir haben jetzt alles schon ein bisschen nach hinten geschoben, damit wir dann auch gemeinsam in einer großen Runde starten können beim zweiten Kongresstag. Deswegen, wir starten morgen nicht um 9, wir starten um 10 und wir haben für Sie auch einen Fruit Booster für Ihr Hangover vorbereitet. Das heißt, um 9.30 Uhr können Sie im Dom dann nochmal eine Stärkung zu sich nehmen, damit wir dann mit Florian Bozin und dem ganzen Team um 10 Uhr gut gelaunt und voller Energie starten können. Heute Abend erwartet Sie also ein tolles Gala-Dinner und wir dürfen nicht vergessen, mit Jürgen werde ich gemeinsam natürlich auch noch die Starface Best Partner Awards überbringen. Seien Sie auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns, Sie heute Abend ab 19 Uhr wieder begrüßen zu dürfen, direkt hier im Dom. Und ganz wichtig, bitte verlassen Sie jetzt recht zügig komplett diesen Dom und unser Entertainment-Bereich, weil wir jetzt für heute Abend alles vorbereiten. Vielen Dank und bis später. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Starface-Kongresstag unter dem Motto VoIP Your World. Ja, die Stimmung ist schon super. Ich glaube, es sind alle ausgeschlafen, oder? Ja? Kann ich noch mal ein Klatschen hören? Yeah! Ja, vielleicht liegt das auch an dem guten Fruit Booster, den es heute im Dom gibt. Ich habe den schon hier an der einen oder anderen Stelle entdeckt. Da steckt ja ordentlich Power drin. Und das ist auch gut so, denn wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Aber ich würde sagen, wir lassen doch erst einmal den Abendrevue passieren. Und dazu begrüße ich jetzt an meiner Seite Florian Bozin. Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin so begeistert, so viel mehr da als vorletztes Jahr. Da war ich ja fast alleine gestanden. Ja, da war es auch 9 Uhr. Da war es auch 9 Uhr. Jetzt ist es kurz nach 10. Vielen, vielen Dank, Tim. Ja, ich habe gerade noch mal live reingeschaut. Es gab tatsächlich keine Fragen. Sehr gut. Aber du stehst ja sehr gerne bei Fragen in den Pausen zur Verfügung. Pause genau. Ist auch ein schönes Stichwort, denn bei uns geht es jetzt weiter mit einer kleinen Stärkung, bevor es auf in die zweite Runde des zweiten Kongresstages geht. Wir machen bis 11.30 Uhr eine Pause und jetzt darf ich auch verkünden, wann der Estos-Workshop stattfindet. Das ist um 11.05 Uhr. Das heißt, da können Sie jetzt alle noch dabei sein. In 8 Minuten findet der Workshop statt. Wir haben ihn jetzt auch ganz spontan noch in die App eingepflegt. Da können Sie dann auch nochmal alles nachlesen. Ja, und bei uns dreht sich dann um 11.30 Uhr alles um das Thema Cloud. Seien Sie gespannt. Ihnen jetzt eine schöne Kaffeepause und denken Sie daran, auch um 11 Uhr, circa 11.30 Uhr, beginnen dann auch noch weitere Workshops. Schauen Sie gerne in der App nach, ob Sie hier in der Arena richtig sind oder ob Sie vielleicht zum Workshop möchten. Bis gleich. Ja, wir haben noch ein schönes Programm vorbereitet und bevor wir direkt weitermachen mit der kleinen, aber feinen nächsten Keynote, gibt's noch mal ein paar Worte zur App. Da passiert ja richtig viel und ich habe gesehen, der ein oder andere schläft vielleicht doch noch. Zumindest gibt's im Chatverlauf wunderbare Bilder, die den Eindruck vermitteln sollen, dass noch nicht jeder wach ist. Aber das schaffen wir auf jeden Fall im Laufe des Tages und ich lade Sie und euch recht herzlich ein, einfach mal vorbeizuschauen, was da denn alles so los ist in unserem sogenannten Chatroom. Warum spreche ich das Thema App noch mal an. Es gibt natürlich viel, viel mehr darüber zu erfahren, was alles auch außerhalb unseres Kongresses stattfindet. Zum Beispiel kann man mal auf den Reiter Info klicken und da gibt es die Möglichkeit, auch noch kostenlos Fachzeitschriften zu abonnieren. Also einfach mal auf Info klicken und dann gibt es nochmal einen weiteren Button, wo man nochmal auf das Feld Abos gelangt. Da lade ich Sie auch recht herzlich zu ein, einfach mal vorbeizuschauen und vielleicht ist ja das Richtige für Sie dabei. Außerdem haben Sie nach wie vor die Möglichkeit, zu jeder Keynote live Fragen zu stellen. Die tippen Sie also unter dem Reiter Live-Fragen ein und ich werde die dann an die jeweiligen Referenten stellen. Ja, soweit zur App. Wir machen weiter im Programm. Ich freue mich sehr, dass wir erneut Stefan Bauer auf der Bühne erleben werden. Jetzt mit seinem Vortrag Alles Cloud oder was? Erfahren Sie mehr über die Potenziale und vor allen Dingen die Vorteile einer Cloud als flexible Lösung für alle Unternehmensgrößen. Ich freue mich, ihn erneut ankündigen zu dürfen. Herzlich willkommen und man kann noch sagen, guten Morgen, Stefan.
Ja, Christoph, das waren alle Fragen. Und jetzt kommen wir zum weiteren spannenden Thema. Ja. Du darfst direkt auf der Bühne bleiben, denn es geht jetzt um Starface PBX Beyond Expectations. Das bedeutet von der Telefonanlage zur UCC-Plattform. Viel Spaß mit Christoph 2.0 sozusagen. Genau. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Highlight beim Starface-Kongress 2021. Die große Abschluss-Keynote vom Starface-Geschäftsführer Florian Butzin. Erfahren Sie mehr über die strategische Markteinführung, über zukünftige Entwicklungen und vor allen Dingen, wie Sie gemeinsam mit Starface wachsen können. Und bevor Florian gleich hier die Bühne stürmt, gibt's erstmal einen Starface-Einspieler, der die ganze Produktpalette präsentiert. Film ab. Und damit sind wir auch schon am Ende des Starface-Kongresses 2021 hier im Europapark in Rust angekommen. Und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke natürlich an Sie, dass Sie aus Österreich, aus der Schweiz oder hier aus Deutschland extra angereist sind, nach Rust gekommen sind. Und ich möchte mich bedanken bei dem großartigen Team. Einmal natürlich bei dem gesamten Starface-Team, dann natürlich beim Europapark-Team und alle Menschen, die vor auf und hinter der Bühne diesen Starface-Kongress wirklich einzigartig gemacht haben. Ein Riesenapplaus an alle! Ja, und an dieser Stelle erlaube ich mir auch ein bisschen Werbung zu machen für unsere Premium-Partner Jabra, SecurePoint, Yelling und auch Gigaset. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns auch so tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, ich fand es wirklich klasse. Und wenn es Ihnen auch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über Ihr Feedback freuen. Wir wollen uns ja stetig verbessern. Und deswegen ploppt auch jetzt in der App ganz, ganz unten ein Feedbackbogen auf. Vielleicht haben Sie schon entdeckt, Sie konnten auch den ein oder anderen Vortrag schon direkt bewerten. Jetzt gibt es nochmal, wie gewohnt, den kompletten Fragebogen zum Kongress ganz unten, wenn Sie in der App sind. Bitte füllen Sie das aus, das würde uns wirklich helfen. Denn eins kann ich schon mal sagen. Es gibt eine Fortsetzung. Wir treffen uns nämlich am 28. und 29. September nächstes Jahr hier wieder in Rust. Wie finden Sie das? Yay! Yeah. Und ich habe auch schon mit dem Catering gesprochen, es wird genügend Bier da sein, keine Sorge, das ist schon mal gesichert. Ja, auf jeden Fall. Also geben Sie uns Ihr Feedback, damit wir noch für nächstes Jahr vielleicht das nochmal toppen können und noch besser werden. Vielen, vielen Dank also für Ihr Feedback. Jetzt laden wir Sie noch zu einem Kaffee in der Ausstellung ein und natürlich haben Sie jetzt bis 17 Uhr vor allen Dingen nochmal die Möglichkeit, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die Chance. Das heißt, wir haben tatsächlich bis 17 Uhr alle Aussteller mit dabei. Kaffee gibt es auch direkt jetzt im Foyer. Stärken Sie sich gern nochmal für die Heimreise. Ja, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns danach, nach 17 Uhr, dann noch am besten schon mit den Starface-Socken im Europapark wiedersehen. Ziehen Sie die einfach direkt drüber, wenn Sie rausgehen. Sie kriegen die ja direkt am Ausgang. Da bekommen Sie auch das kostenlose Parkticket. Und zum Park habe ich noch so ein paar, ich sage mal, Pro-Tipps, weil ich bin ja Achterbahnliebhaber. Es gibt eine App vom Europapark, die können Sie runterladen, dann können Sie jetzt schon mal ab 17 Uhr die Virtual Line buchen. Das bedeutet, Sie können überall direkt durchgehen. Das geht nur über die App, also man muss auch mal die App installieren und dann kann man sich zum Beispiel seine Lieblingsachterbahn aussuchen und dann klickt man Virtual Line und dann gibt es Zeitpunkte und dann müssen Sie natürlich nur zum Zeitpunkt da sein und dann müssen Sie sich nicht anstellen, das ist mega cool. Dann schaffen Sie bis 18 Uhr, so lange hat nämlich heute der Park geöffnet, mindestens 3 Achterbahnen. Wenn Sie dazu Fragen haben, ich bin wie gesagt Europapark Pro, sprechen Sie mich an, ich habe die auch heute nochmal extra runtergeladen und schon mal überlegt, wo ich gleich noch reingehen werde. Vielleicht fahren wir auch zusammen in der Achterbahn, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten Ihnen eine gute Heimreise und wir sehen uns nächstes Jahr am 28. und 29. September. Ihnen viel Spaß. Dankeschön.